Der Aufstand von Wagner-Chef Prigozhin am Abend war er so abrupt vorbei, wie er zumindest scheinbar begonnen hatte. Er wolle Blutvergießen vermeiden und habe deswegen von seinem Ziel, Moskau, Abstand genommen. Putin hatte ihn gestern noch einen Verräter genannt, verfolgt werden sollen Prigozhin und seine Kämpfer allerdings nicht. Der Kreml hat einen Deal bestätigt. Prigozhin geht nach Belarus. Der dortige Machthaber Lukaschenko hat die Vereinbarung mit Moskau vermittelt. Welcher Schaden aber bleibt nun für Wladimir Putin und welche Rolle wird die Wagner-Gruppe künftig spielen? Perdita Heise berichtet. Noch einmal Hände schütteln, noch ein Foto mit ihm, Jewgeni Prigozhin. Mit dem Mann, der es gewagt hat, gegen den russischen Präsidenten Putin aufzubegehren. Hier in Rostow am Don waren seine Söldner ohne Anwendung von Gewalt einmarschiert, waren selbst im Hauptquartier der russischen Armee mit Handschlag begrüßt worden. Doch kaum 24 Stunden später ziehen die Wagner-Truppen wieder ab. Ihr Chef hatte den Rückzug am frühen Abend angeordnet. Bis jetzt haben wir nicht einen Tropfen Blut vergossen. Doch jetzt ist der Moment gekommen, wo Blut fließen könnte. Unsere Kolonnen drehen deshalb um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück, verkündete Prigozhin in einer Audiobotschaft. Und so treten seine Truppen noch in der Nacht den Rückzug an. Etwa 5000 Kämpfer seiner rund 25.000 Mann starken Truppe sollen Rostow am Don zuvor besetzt haben. Andere Truppenteile waren weiter Richtung Moskau marschiert. Bis auf 200 Kilometer sollen sie an die russische Hauptstadt herangekommen sein. Nun werden die Straßen, die aufgerissen worden waren, um den Wagner-Konvoi aufzuhalten, wieder zugeschüttet. Das Ende eines kurzen Aufbegehrens gegen die Führung im Kreml. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist dennoch klar, die Welt hat mit diesen Vorfällen gesehen, dass die russischen Chefs nichts unter Kontrolle haben, überhaupt nichts, das komplette Chaos, sagt Selenskyj und ergänzt. Der Mann im Kreml hat offensichtlich große Angst und versteckt sich vermutlich irgendwo. Er zeigt sich nicht. Ich bin sicher, er hält sich nicht länger in Moskau auf. Er weiß, wovor er Angst hat, weil er selbst diese Bedrohung geschaffen hat. All das Böse, all die Verluste, all den Hass. Dabei hatte Putin den Aufständischen zuvor noch harte Strafen angedroht. Nun aber können Prigozhin und seine Kämpfer ungestraft abziehen. Ein Abkommen, getroffen offenbar unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Demnach geht der Kommandeur der Wagner-Truppen nun ins Exil nach Belarus. Und zum Rückzug von Prigozhin und seiner Wagner-Gruppe eine Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Warner aus Moskau. Es gibt kein einheitliches Bild davon, was da gestern vorgefallen ist. Es gibt die verschiedensten Meinungen. Ich habe mich umgehört bei Experten, Freunden und auch Bekannten und war teilweise überrascht, dass ich Dinge gehört habe, die man eigentlich in der Ecke der kruden Verschwörungstheorien einordnen muss. Aber ich will es trotzdem mal aufzählen, einfach damit wir alle die Gelegenheit haben, uns unseren eigenen Reim darauf zu machen, was da passiert sein könnte. Also es gibt tatsächlich Leute, mit denen ich gesprochen habe, die der Ansicht sind, dass das Ganze nichts anderes war als eine Inszenierung, ein abgekartetes Spiel, und zwar vom Kreml inszeniert, mit dem Ziel herauszufinden, in der Krise, während des Krieges, wer ist wer, wer ist Freund und wer ist Feind und wer wendet sich ab und wer stärkt dem russischen Präsidenten den Rücken, wenn es eng wird. Und ziemlich bald war klar, dass die russische Elite geschlossen, nahezu geschlossen, hinter Wladimir Putin steht. Die Schlüsselministerien, die wichtigen Dienste, alle haben sie Putin den Rücken gestärkt, die Stange gehalten. Und es gab eigentlich keine wichtige Person, die zum Dolchstoß in den Rücken angesetzt hätte. Und nach einigen Stunden war das klar und dann konnte man diese ganze Aktion auch wieder beenden und abblasen. Das ist eine Meinung, die ich gehört habe. Ob da was dran ist, ob das stimmt, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Die Meinung, die ich häufiger
vorgefunden habe oder gehört habe, ist, dass einfach Prigozhin Realitätsverlust erlitten hat, keine Bodenhaftung mehr hat, dass ihm der Erfolg, den er auch militärisch und finanziell erreicht hat, zu Kopf gestiegen ist, dass er politische Ambitionen hat, wirtschaftliche Interessen hat und wohl auch nicht so anerkannt wurde, wie er das wollte, und dass er deswegen die Kontrolle über sich verloren hat und angefangen hat, erst den maximalen Streit mit dem Verteidigungsministerium zu suchen und es dann sogar gewagt hat, gegen Wladimir Putin aufzubegehren und tatsächlich versucht hat zu putschen und dann wohl festgestellt hat, dass ihm der Rückhalt fehlt und dass das Ganze für ihn wahrscheinlich dann am Ende des Tages tödlich enden würde. Und dann hat er einfach begonnen zu verhandeln, für sich eine einigermaßen akzeptable Position herauszuholen. Und ist dann zurückgerudert. Und es ist ja so, dass jetzt hier Straffreiheit gibt für Prigozhin und für seine Leute. Er geht nach Belarus. Und wie dann seine Zukunft weitergeht, kann heute noch überhaupt keiner sagen. Die Logik würde eigentlich fordern, dass er vor Gericht gestellt wird. Wenn es dann tatsächlich ein Putschversuch war, hinter Gittern verschwindet, 20, 30 Jahre, aber in Russland dieser Tage ist eben alles möglich. Das Land befindet sich im Krieg und da ist jede Wolte denkbar. Kann auch gut sein, dass Prigozhin in absehbarer Zeit die Chance bekommt, sich zu rehabilitieren, mit seinen Leuten wieder in irgendeiner Form an die Front geht, Frontfeuerwehr spielt. Ich will da überhaupt nichts ausschließen. Aber abschließend ist eben vieles noch offen und vieles noch unklar. Und natürlich haben auch die Menschen in der Ukraine ganz gespannt verfolgt, was sich da in Russland getan hat, wie der Rückzug der Wagner-Söldner in der Ukraine aufgenommen wurde. Das ordnet unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm aktuell in Kryvyi Rih für uns ein. Psychologisch würde ich mal sagen, der Auftrieb, den ich hier auch gestern wahrgenommen habe in meinem direkten Umfeld, die Ukrainer, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich gesprochen habe, da war heute Morgen schon eher so ein bisschen, okay, schade, hat doch nicht geklappt. Also nicht, dass irgendeiner von denen in irgendeiner Form für Prigozhin wäre, aber alleine diese Aussicht darauf, dass die sich jetzt tatsächlich, so wie es uns eine Frau in Mykolaiv gestern gesagt hat, wie die Spinnen in einem verschlossenen Glas gegenseitig an die Gurgel gehen können, dass das schon wieder vorbei ist, das sorgt hier schon so ein bisschen, würde ich mal sagen, durchaus für Enttäuschung, weil da gab es gestern hier wirklich und seit vorgestern Abend, als das begonnen hatte, fast schon so ein, ich glaube, man kann das, auch wenn das sehr, sehr flapsig klingt, wie ein Popcorn-Moment bezeichnen. Man hat sich zurückgelehnt, hat sich das Popcorn genommen, bildlich gesprochen, hat zugeguckt und hat sich fast schon ein bisschen amüsiert über das, was da passiert, auch wenn die Ernsthaftigkeit, der Ernst der Lage jedem hier bewusst gewesen ist. Aber allein die Tatsache, dass Prigozhin diesen Marsch der Gerechtigkeit, wie er es genannt hat, gestartet hat und das ganz offensichtlich über Stunden hinweg aus Moskau, man da keine echte Antwort gefunden hat. Und dann hat man Lukaschenko offenbar gebraucht, um das Ganze zu lösen. Das hatte hier gestern den Tag über doch schon für ein gewisses Amüsement gesorgt, für eine gewisse Genugtuung. Und jetzt steht man eher da und fragt sich, okay, gut, was bleibt davon und welche Auswirkungen wird es auf uns haben? Roland Carter hier bei mir im Studio, Generalleutnant AD, Ex-Präsident des Förderkreises. Sehr schön, dass Sie da sind. Willkommen, Morgen, Frau Mosel. Herr Carter. Herr Carter, Prigozhin ist dafür bekannt, sagen wir es mal so, alles andere als zart beseitet zu sein, wenn es um den Schutz von Menschenleben geht. Jetzt argumentiert ausgerechnet er gestern, er wolle Blutvergießen vermeiden, deswegen beendet er diesen Marsch auf Moskau. Was denken Sie sich da? Also ich glaube erstmal, wir befinden uns alle auch einen Tag nach den Ereignissen im Bereich der Spekulation. Und man kann nur Vermutungen anstellen, obwohl ja das, was da gestern passiert ist, schon relativ ungeheuerlich ist. Je mehr man darüber nachdenkt, kann man feststellen, in den letzten Tagen und Wochen hat sich ja die Lage zwischen Prigozhin und dem russischen Verteidigungsministerium deutlich zugespitzt. Und die Frage war, wie geht das aus? Der Grund war ja auch klar, weil das Verteidigungsministerium Prigozhin und seinen Männern und Frauen die Selbstständigkeit nehmen wollte. Und er wollte die Wagner-Gruppe komplett in die russischen Streitkräfte eingliedern. Dass die das nicht mitmachen, war mir relativ schnell klar. Alleine, wenn man sich den Unterschied anguckt, was der eine zahlt und der andere. Insofern sind es dann zunehmend eine ganze Reihe von Punkten geworden, die mich nachdenklich gemacht haben, die einfach nicht passen. In Rostow die Besetzung,
die sogenannte Besetzung des Hauptquartiers. Die Russen haben wahrscheinlich gedacht, da kommen die Kameraden und dann war es das. Dann sind sie losmarschiert Richtung Woronesch und dann Lipezk. Und ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich die Gegenwehr, die russische? Wo ist die Luftwaffe? Wo sind die Kampfhubschrauber? In der Ukraine? In der Ukraine. Aber ich meine, vielleicht hat Putin ja auch noch ein paar mehr. Aber es ist nichts passiert. Das Ganze ist, wie Sie sagen, friedlich ausgegangen. Plötzlich hat er diesen Angriff oder diesen Putsch oder diesen Aufstand beendet. Und wie Zieten aus dem Busch kommt Lukaschenko mit einer Vereinbarung und sagt, hier ist sie. Und Putin setzt noch einen drauf und sagt, und jetzt gehst du doch entgegen dem, was ich heute Morgen mit Werbe gesagt habe, gehst du straffrei aus. Das passt nicht. Und ich habe da eine ganz andere Idee, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Lassen Sie hören. Ich glaube, ehrlich gesagt, so wie der Kollege Christoph Wanner das eben in seiner ersten Vermutung darstellte, ich glaube, das Ganze ist fake. Und wenn es eine Inszenierung also, und wenn es, ich sag mal, ganz schlecht läuft, dann ist es, wie wir es nennen, ein verdeckter Aufmarsch. Nämlich ein verdeckter Aufmarsch, dass Prigozhin jetzt nach Weißrussland, nach Belarus geht, seine Wagner-Kämpfer folgen und dann irgendwann die Truppe steht, um von dort, von Norden aus Belarus heraus, den Westen der Ukraine und Kiew anzugreifen. Ich sage, auch dies ist im Reich der Spekulation, vielleicht sogar meine reichlich gesäte Fantasie. Aber irgendwie macht es für mich keinen Sinn, wie das Ding da gestern gelaufen ist, einfach so. Aber was würde das bedeuten, wenn es wirklich so wäre und dann Wagner aus Belarus angreifen würde? Da wäre man nicht drauf vorbereitet, da wäre man nicht gut genug aufgestellt in der Ukraine? Ich glaube schon, aber es würde natürlich erheblich Kräfte binden. Man würde natürlich die Grenze zu Belarus ganz anders sichern müssen, als es vielleicht jetzt der Fall ist, weil man die Kräfte natürlich auf den drei Angriffsachsen Richtung Donbass und Richtung Melitopol konzentriert oder Saporischschja konzentriert. Und für Lukaschenko, wie für Putin, wäre es eine Win-Win, wie wir es nennen. Für Lukaschenko, er steht jetzt als der großartige Vermittler da, und er braucht seine eigenen Truppen nicht einzusetzen. Aber Wladimir Putin, und das passt doch nicht so wirklich da rein, steht ja nicht als der große Gewinner oder sonst etwas da. Im Gegenteil, was man gestern ja gesehen hat, ist die russische Armee gebunden in der Ukraine und die Wagner-Gruppe konnte mehr oder weniger ungehindert in Richtung Moskau vormarschieren. Das lässt Putin doch geschwächt dastehen. Weil es gewollt war, wenn meine Theorie stimmt. Und wenn ich heute Morgen höre, dass eine Umfrage in Moskau ergeben hat, dass im Grunde genommen die geschlossene Truppe hinter Putin steht, dann mag das so aussehen, als wenn er der große Verlierer ist und zweifelsfrei in der Weltöffentlichkeit, vor allen Dingen in der westlichen Welt, hat er auch an Ansehen verloren. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Aber wenn das wirklich eine Inszenierung war, dann nimmt er das vermutlich billigend in Kauf. Aber wie gesagt, ich spekuliere und ich bin im großen Bereich der Fantasie. Absolut. Es sind auch einfach super viele Fragen noch offen. Deswegen können wir quasi nicht anders, als verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Ja. Wenn wir bei Ihrer Möglichkeit bleiben, müssen wir ja aber auch die Rolle der Kämpfer, der Söldner, der Wagner-Söldner betrachten. Sie haben es gerade eingangs in Ihrer ersten Antwort schon gesagt. Es gab ja einen großen Eklat eben gerade darum, dass diese Truppe nicht integriert werden sollte in die russische Armee. Jetzt ist aber genau das wieder auf dem Tisch. Nämlich die Ansage, ihr bleibt straffrei, aber hier bitteschön, integriert euch doch in die russische Armee. Das könnten Sie dann doch aber nicht machen. Das wäre die eine Forderung. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wenn sie im Grunde genommen aus dem Territorium Russlands verschwinden und an anderer Stelle ihr Eigenleben und ihre Selbstständigkeit fortsetzen, aber sehr wohl abgestimmt mit Moskau, dann wäre das, glaube ich, eine durchaus veritable Möglichkeit. Von welchem Zeitfenster reden wir jetzt, bis sich diese Situation in irgendeiner Form, wie auch immer, aufklären kann, vielleicht auch aufklären muss? Weil für die Ukraine aktuell stellt es sich ja fast eher so dar, okay, die Wagner-Söldner, die sind jetzt nicht mehr da. Das könnte ein Momentum für die Gegenoffensive sein. Wir reden von Wochen und Monaten. Also das ist nicht von heute auf morgen zu regeln. Und das Ganze muss jetzt sich auch erstmal beruhigen. Ich glaube, man wird jetzt erstmal auf beiden Seiten Wunden lecken und man wird sich erstmal zurückziehen. Prigozhin hat ja angeordnet, dass seine Leute zunächst einmal in die Camps zurückgehen,
Die sind über ganz Russland verstreut. Und dann muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist ja, ich habe weit mehr Fragen als Antworten. Sie sagen es gerade, es gibt ja die Anordnung, zurückzukehren in die Camps, zurückzukehren in die Ukraine. Das heißt, das Zeitfenster wiederum für die Ukraine, sich dieses Momentum womöglich zu nutzen zu machen, das schließt sich sehr, sehr schnell. Ich habe gestern den ersten Gedanken gehabt, ich würde jetzt massiv angreifen. Denn jetzt haben die Russen alle anderen Sorgen, als dort unten sich auf die Verteidigung oder aber auf, ja, auf den Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte zu konzentrieren. Ich befürchte aber, auch da habe ich mich geirrt. Ich glaube einfach, dass die russischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen und Monaten so viel Zeit hatten, eine so massive Verteidigung über mehrere Linien aufzubauen, dass, wie wir ja nun tagtäglich lesen und hören und sehen, die ukrainischen Streitkräfte doch Probleme haben, den Angriff so vorzutragen mit der Geschwindigkeit, wie sie das gerne tun würden. Ich glaube, wir sind immer noch in der Phase, wie ich es nenne, der Aufklärung durch Kampf. Das heißt, sie haben noch nicht mal die erste Verteidigungslinie der Russen erreicht. Was sie erreicht haben, sie machen laufend und stetig Geländegewinne, aber doch durchaus im überschaubaren Rahmen und das mit erheblichen Verlusten, sodass ich glaube, spätestens heute ist man, leider muss man sagen, in der Ukraine zur Tagesordnung zurückgekehrt. Das heißt, hier findet das brutale Gefecht statt, so wie wir es seit Tagen erleben. Man wird natürlich weiter analysieren, was da passiert ist und was sich jetzt weiter noch entwickelt. Jetzt, wo Prigozhin dann nach Belarus geht, was kann Belarus in die Waagschale auch an Manpower werfen? Ich denke mal, Lukaschenko wird das fortsetzen, was er in den vergangenen Monaten schon getan hat. Er wird Logistik stellen. Das heißt, er wird zunächst mal Infrastruktur stellen. Das heißt, die Streitkräfte, egal wer es ist, werden dort untergebracht. Sie werden versorgt, sie werden verpflegt, sie bekommen Munition und sie bekommen Betriebsstoff. Und das ist ganz wesentliche Voraussetzung für alles weitere, was immer da kommen mag. Also ich glaube, so wie in der Vergangenheit werden sich die belarussischen Streitkräfte auf die Logistik stützen und da doch auch massive Hilfe für die russischen Streitkräfte leisten. Und wenn es denn so kommt, auch für Wagner. Wenn es denn so kommt. Viele Fragen sind noch offen. Herr Carter, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne doch. Unser Blick geht nach Griechenland, denn zum zweiten Mal innerhalb von 5 Wochen wählt Griechenland heute ein neues Parlament. Als klarer Favorit auf den Wahlsieg geht die konservative Volkspartei Nea Dimokratia unter ihrem Chef und bisherigen Ministerpräsidenten Mitsotakis ins Rennen. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil sich die Parteien nicht auf eine Koalition einigen konnten. Es wird dieses Mal zwar ein ähnliches Ergebnis wie vor 5 Wochen erwartet, jedoch greift ein neues Wahlrecht. Demzufolge fallen der stärksten Partei bis zu 50 Bonussitze zu. Mitsotakis hofft daher auf eine absolute Mehrheit. Und in Sonneberg wird ein neuer Landrat gewählt. Und zum ersten Mal bundesweit könnte ein AfD-Politiker das Amt bekommen. Und das ausgerechnet in dem Bundesland, in dem die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, in Thüringen. In einer Stichwahl entscheidet sich heute, ob in Sonneberg künftig der Kandidat der AfD oder der Kandidat der CDU an der Spitze steht. Felix Frierichs berichtet. 48.299 Sonneberger entscheiden heute, wer den Landkreis künftig regiert und ob in Deutschland der erste AfD-Landrat ins Amt kommt. Eine Wahl mit Signalwirkung. AfD-Kandidat Robert Sesselmann holt beim ersten Durchgang vor 2 Wochen 46,7%. Nur wenige Prozentpunkte fehlen ihm zum Sieg. Amtsinhaber Jürgen Köpper kommt nur auf 35,7%. Das Ergebnis sorgt bundesweit für Irritation, auch weil die AfD im Bund einen Höhenflug erlebt. Innerhalb eines Jahres verdoppelt die Partei ihr Umfrageergebnis, liegt im aktuellen Sonntagstrend bei 20%, gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD. In Thüringen wird die AfD mit ihrem Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Doch die meisten Probleme bereitet dem CDU-Kandidaten die Regierung. Ja, die Themen, die die Leute bewegen, ich stelle die Frage mal um, sind eigentlich die, die entstanden sind durch die Berliner Blase bezüglich des Verbotswahns von Habeck und der ganzen Heizungsgeschichte, heute Energiegesetz. Ne? Das regt die Menschen ganz einfach auf. Die AfD setzt in Sonneberg im Endspurt dagegen weniger auf konkrete Themen und mehr auf die Person.
Also was die Themen betrifft, wie gesagt, steht jeden Tag in der Zeitung. Die Themen stehen offen hier. Ob das jetzt auch mal Kommunalpolitik ist, wird uns zwar jetzt nicht viel zugetraut momentan, obwohl wir haben eigentlich den besten Kandidaten. Der Wahlkampf wird zuletzt immer rauer. Die Stimmung in der Bevölkerung kurz vor der Entscheidung gemischt. Es eskaliert alles ein bisschen, zumindest medial. Ich hoffe mal, dass es gut ausgeht morgen, egal jetzt für wen. Mit der AfD wäre ich jetzt nicht unbedingt gerade glücklich, aber wenn die Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, dass diese Partei es bewegen kann, dann soll sie es unter Beweis stellen, weil das ist dann, glaube ich, das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ich war schon wählen und es ist wichtig zu wählen, um hier eigentlich ein Zeichen zu setzen, dass die AfD nicht an den Landratsposten kommt. Laut einer repräsentativen Weltumfrage ist eine Mehrheit der Deutschen beunruhigt von der Vorstellung eines AfD-Landrats. Heute Abend um 18 Uhr steht fest, ob es auch so kommt. Bundesjustizminister Marco Buschmann fordert ein härteres Vorgehen gegen Clankriminalität in Deutschland. Spezielle Verbrechen der Clans müssten auch auf unkonventionelle Weise bekämpft werden. Das sagte der FDP-Politiker gegenüber der Bild am Sonntag. So sollten zum Beispiel Statussymbole krimineller Clanmitglieder eingezogen werden, wie etwa Luxuskarossen, teurer Schmuck, Uhren. Zudem sollten Clanmitglieder mit Migrationshintergrund schneller abgeschoben werden. Buschmann plädiert dafür, die vorhandenen Abschiebekapazitäten in erster Linie für Kriminelle und Gefährder zu nutzen. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll auf mindestens 14 Euro ansteigen. Das fordert der Paritätische Gesamtverband. Jemand, der Vollzeit erwerbstätig ist, muss von seinem Lohn für sich selbst sorgen können. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch des Anstandes, so der Verbandshauptgeschäftsführer Schneider. Die Mindestlohnkommission will am Montag, also morgen in Berlin, ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vorlegen. In Toppenstedt bei Hamburg ist es am Abend in einem Zeltlager zu einer Tragödie gekommen. Ein 39-jähriger Familienvater und ein 5-jähriger Junge starben. 10 weitere Kinder wurden zum Teil schwer verletzt. In dem Ort im Landkreis Harburg sollten Kinder in einem privat organisierten Zeltlager zum Spaß von einem Bagger über einen Feldweg gefahren werden. Einige Kinder befanden sich in einer Gitterbox am Bagger. Dann riss ein Hydraulikschlauch, die Box stürzte aus 3 Metern zu Boden. Ein Mann und ein Junge kamen ums Leben. 10 weitere Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren wurden schwer verletzt. Einige wurden mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Gegen den 44-jährigen Fahrer des Baggers wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.